So, also, wir sind im Dreierbereich. So, und zwar, das eine Zimmer ist hier und das andere Zimmer ist da, wo das zweite Wagerl steht. Und ich zeige euch jetzt einmal das Zimmer. Das sind die normalen Standardzimmer. Also, wir haben hier den normalen Schrank, den Safe wie immer, Kühlschrank, man kriegt pro Person und pro Tag eine Flasche und auch ein Softdrink. Ja, ich habe jetzt bereits mittlerweile zwei, weil ich ja zwei Tage sind wir hier, ich habe noch nicht getrunken. So, also das wären die Betten. Da haben wir die Kofferablagen. Wir haben Stauraum, genug. Da haben wir das zweite Bett. Man könnte auch natürlich beide Betten zusammenstellen, ist auch kein Problem, aber Betten sind schön groß. Da könnte noch einer drauf schlafen, also man kann es ausziehen und die geben dir auch eine Matratze drauf, wenn ein Dritter da schlafen will, das ist kein Problem. So, Wasserkocher, Kaffee sowie überall. So, hier ein netter Fernseher, übrigens, der auch deutsche Kanäle hat, so wie Sat.1 zum Beispiel und noch ein paar andere. Ich weiß jetzt nicht, wir schauen ja kaum Fernsehen, aber Sat.1 habe ich entdeckt. Und der Highlight des Zimmers ist natürlich die wunderschöne Terrasse. Man kann sich da hinsetzen, mal Kaffee trinken. Und man hat einen wunderschönen Blick. Seht ihr? Das andere Zimmer ist natürlich identisch. Also identisch so wie dieses. Also wie gesagt, top. Sehr, sehr, sehr gut. So, und jetzt gehen wir mal ins Badezimmer. Und so das Lustige, was wir hier finden, ist, dass es sogar Telefon im Badezimmer gibt. Und die funktionieren. Neben Klo. Ja, die sind genau neben der Toilette. Klima funktioniert, also funktioniert tadellos, obwohl sie auch nicht so ausschaut, aber sie funktioniert top. Internet hat man im ganzen Gelände, ist kostenlos. Nur der beste Empfang ist halt im Zimmer. Also im Zimmer hat man den besten Empfang. In der Lobby, Rezeption geht auch, ist auch okay. In den Restaurants ist auch okay. Bei den Aquapark, ja, man hat Empfang, aber der ist sehr, sehr schwach da drin. Aber man hat normal Internet, also. Wie ihr sehen könnt, top alles. Perfekt. Zum Duschen, heißes Wasser genug vorhanden, also man kann beruhigt reinkommen und duschen, einen Föhn, einen kleinen Spiegel,
und wie gesagt, das Telefon. Und ja, der funktioniert auch, weil wir wurden gestern von der Rezeption, also bei diesem Telefon angerufen. Der funktioniert. So, genau. Also das ist das Zimmer. Das sind normale, diese Economy-Zimmer. Es ist kein Upgrade, gar nichts. Es ist wirklich, also es reicht. Es ist auch sehr groß. Ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter, aber es ist sehr, sehr groß. Und nichtsdestotrotz wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Abo da für die kommenden Videos, für die kommenden Vlogs. Ja. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss.